Das tut doch wirklich gut, denn wenn die Herausforderung groß ist, muss natürlich das Evangelium umso stärker sein. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Epheserbrief, Kapitel 5, und daraus lese ich die ersten Verse. Das Leben im Licht heißt das. Da schreibt der Apostel Paulus seiner Gemeinde: Ihr wart früher Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichtes. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Darum heißt es: Wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Lieber Herr, Dank für dieses Wort, für die Klarheit und die uns ein Wort, das uns mit beiden Füßen fest auf den Boden stellt. Sprich zu uns, dass deine gute Botschaft auch unser Herz erfüllt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ein Leben im Licht, darum geht es ja heute Morgen. Und wie sehr sehnen wir uns nach einem langen, trüben Winter, wenn es ein Morgen ist wie dieser, wo die Sonne scheint und es hell ist. Man fühlt auch schon ein bisschen von der Wärme der Sonnenstrahlen. Ein sehr schönes Urbild, Leben im Licht. Damit verbinden wir etwas Positives, ein Leben in Freude und in Offenheit und in Freiheit. Man will gerne wieder raus. Ein Leben, das ins Licht gestellt ist, ist ein Leben, das von einem anderen Punkt aus beschienen ist. Gerade jetzt kann man es sich gut ausmalen, wie schön es ist, von der Sonne beschienen seinen Weg zu gehen. Kein Wunder, dass Jesus in seinen Worten auch dieses Bild des Lichtes gewählt hat. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis leben, sondern wird das Licht des Lebens haben. Fragen wir also mit Hilfe des Paulus nochmal nach: Wie können wir im Licht, also vor Gott, leben? Paulus gibt den Ephesern zwei Antworten auf die Fragen. Erstens: Ihr könnt im Licht Gottes leben, indem ihr Gottes Nachahmer werdet. Und zweitens könnt ihr im Licht Gottes leben, wenn ihr den Schutt wegräumt, der euch den Weg im Licht versperrt. Das wollen wir uns einfach mal ein bisschen genauer angucken. Also erstens: Ihr könnt im Licht Gottes leben, wenn ihr Gottes Nachahmer werdet. Man lernt ja nicht aus. Wohl dem, der gute Lehrer hat, wohl dem, der gute Vorbilder hat, wohl dem, der andere Menschen kennt, die er nachahmen kann und die einen weiterbringen. Wehe dem, der falschen Vorbildern nachläuft. Wer hier Nachahmer ist, der wird wahrscheinlich in das gleiche Verderben laufen wie der, der vor ihm hergeht. Aber ein gutes Bild, ein gutes Vorbild ist natürlich immer sehr nützlich und ganz erfreulich. Werdet Gottes Nachahmer, bekommen wir heute gesagt. Vielleicht mag uns das überraschen, wenn der Paulus das so stark ausspricht, dass wir denken, auch ein viel zu hohes Vorbild. Wie sollten wir den Herrn nachahmen können? Aber Jesus scheint das ein bisschen anders zu sehen. In der Bergpredigt sagt er einfach mal: Darum sollt ihr so vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja, sagt er einfach so. Ja, Gott ist die Liebe, haben wir schon oft gehört. Und wenn wir ihm nachahmen wollen und nachfolgen wollen und wenn da etwas an Vollkommenheit durchscheinen soll in unserem Leben, dann lasst uns mal auf die Liebe gucken. Im Johannesevangelium, da heißt es: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Bei Paulus hört es sich so an: Christus hat uns geliebt und sich selbst gegeben als Gabe und Opfer. Gott zu einem lieblichen Geruch. Wir denken an den Tempel, wo Brandopfer getan werden und der Rauch nach oben aufsteigt. Das damit gemeint mit dem lieblichen Geruch. Gott zu einem wohlgefälligen Opfer. Ja, so schreibt der Apostel Paulus. Und beide, Johannes und Paulus, sprechen damit von dem Opfer, das Christus auf Golgatha für uns vollbracht hat. Da denken wir nun auch viel bei den Passionsandachten drüber nach und in der Passionszeit, wir gehen auf Karfreitag zu. Und wenn der Dreh- und Angelpunkt unserer Nachfolge in Liebe Golgatha ist, und wenn die Tat Christi, die er auf Golgatha für uns vollbracht hat, konkret macht, was mit der Liebe Gottes gemeint ist, dann wissen wir, warum der Apostel Paulus sagt, lebt in einer solchen Liebe. Wir alle erziehen unsere Kinder in Liebe. Auch unseren Enkelkindern begegnen wir in Liebe, weil wir uns denken, dass das die Kinder, die Seelen der Kinder aufnimmt. Können die noch gar nicht sprechen und können vieles nicht, aber wenn man ihnen in Liebe begegnet, das spüren sie. Es erfüllt ihre Seele. Und wir machen das so, also erstmal lieben wir sie, weil wir sie lieben. Es ist nicht nur eine Absicht hinter, aber die Folge davon, sage ich mal, die Folge davon, dass man von Anfang an Kinder mit Liebe begleitet, wenn sie aufwachsen, ist, dass wir uns natürlich davon versprechen, dass sie selber eben auch sich als geliebt empfinden und diese Liebe weitergeben. Also sie leben, werden groß in einem Netzwerk der Liebe und der Annahme, ob sie nun alles richtig machen oder was falsch machen, das ist gar nicht das Ding in letzter Tiefe, sondern dass die Liebe siegt und lebt und diese dann weitergibt. Und das meine ich auch, ist damit gemeint, wenn wir Gottes Nachahmer sind. Wir lassen ihn uns lieben. Wir lassen Christus unseren gekreuzigten Herrn sein. Wir lassen uns von dieser Liebe erfüllen und spüren im eigenen Herzen, es tut uns gut. Wir werden dadurch auch fähig, Liebe weiterzugeben, die wir empfangen haben. Wie hat er uns geliebt? Er hat uns nicht allein dadurch geliebt, dass er uns ins Leben gerufen hat. Er hat uns nicht allein dadurch geliebt, dass er uns viele Lebensjahre geschenkt hat. Nicht nur dadurch hat er uns geliebt, dass er uns zu essen und zu trinken gibt und auch für unser äußeres Wohlergehen sorgt. Nicht allein dadurch, dass er uns behütet bis auf den heutigen Tag, dass uns ohne den Willen des Vaters im Himmel kein Haar von unserem Haupt fallen kann, wie es im Katechismus heißt. Nicht allein dadurch, dass er seine Sonne über uns aufgehen lässt und seine Gnade jeden Morgen frisch und neu ist, sondern vor allem dadurch, dass er sein Leben für uns gab. Dadurch, dass er uns von Herzen vergeben hat. Dadurch, dass er uns ausrüstet mit der Kraft seines Heiligen Geistes. Dadurch, dass er uns wunderbare, kreatürliche Gaben schenkt. Dadurch, dass er uns auch mit unseren Grenzen und Fehlern annimmt. Dadurch, dass er uns im Letzten erlöst von dem Bösen. Eben dadurch, dass er uns so liebt. So zündet er das göttliche Feuer der Liebe in uns an. Wir wollen für diese Liebe nicht blind sein. Wir wollen sie nicht ablehnen, wir wollen sie nicht zurückweisen, sondern wollen sie in uns groß und stark werden lassen. Das ist die erste große Botschaft, die der Apostel Paulus den Ephesern und damit uns heute auf den Weg gibt. Werdet Nachahmer Gottes, oder ich will sagen, werdet Nachahmer und Umsetzer der Liebe Gottes. Und das Zweite, was er uns auf den Weg gibt, lautet: Ihr könnt im Licht Gottes wohnen, wenn ihr den Schutt wegräumt, der euch den Weg im Licht Gottes versperrt. Hat er also in einem ersten Redegang den Epheser nochmal ans Herz gelegt, wie schön es ist, von Gott geliebt zu werden. So nimmt er noch einen zweiten Anlauf und sagt, es kann dabei aber auch ein Problem geben oder mehrere Probleme geben. Es kann Schutt geben, der sich zwischen uns und Gottes Liebe stellt und all das Schöne und Gute, was der Herr mit uns vorhat, durchstreicht, unmöglich macht. Und er nennt einige
Dinge. Er nennt zum Beispiel hier den Geiz oder die Habsucht. Das rechnet Paulus zum Schutt. Habsucht ist ja wie so ein Staubsauger, der alles haben will, alles mitnehmen will und es überhaupt gar nicht aushält, wenn es irgendetwas gibt, was ein anderer hat und er nicht. Und gleichzeitig auch überhaupt gar nicht bereit ist, das ist die Kehrseite der Habsucht, geizig zu sein. Wenn ich alles habe, gebe ich überhaupt gar nichts davon ab und weiter. Das spüren wir schon, wie Geiz und Habsucht der Liebe entgegensteht, die ja freigebig ist. Je mehr man von der Liebe gibt, desto mehr kommt man wieder. Paulus schreibt ganz streng, ihr wisst aus eigener Erfahrung, dass kein Unreiner oder Habsüchtiger, dass das Götzendienst ein Erbteil am Reich Gottes hat. Klarer Gegensatz. Von solchen Sünden soll unter euch nicht einmal die Rede sein, heißt es an anderer Stelle im gleichen Brief. Ja, nach Habsucht und Geiz nennt er noch ein großes Thema, nämlich dummes Geschwätz. So kann man das durchaus aus dem Griechischen übersetzen. Dummes Geschwätz. Also gemeint ist die Art mancher Menschen, nichts ernst zu nehmen, alles ins Lächerliche zu ziehen. Da merken wir schon, Liebe ist tief gegründet. Liebe ist zu Opfern bereit. Liebe ist eine ganz ernste Sache. Und wenn man nur im Möglichen lebt, nur im Modus, sich über alles lustig zu machen, steht man damit auch der Liebe entgegen. Ich hab bei Matthias Claudius ein schönes Zitat dazu gefunden. Der schreibt nämlich, sitze nicht, wo die Spötter sitzen, denn sie sind die elendsten aller Kreaturen. Wehe den Menschen, die nach Zerstreuung haschen müssen, um sich einigermaßen aufrecht zu erhalten. Doch wehe siebenmal den Unglücklichen, die Zerstreuung Geschäftigkeit suchen müssen, um sich selbst aus dem Weg zu gehen. Sie fürchten, allein zu sein, denn in der Einsamkeit und Stille, da rührt sich der Wurm, der nicht stirbt, wie sich die Tiere des Waldes in der Nacht rühren und auf Raub aus sind. Schreibt es Matthias Claudius, der ja auch ein guter, großer Liederdichter ist, der Mond aufgegangen und viele andere schöne lyrische Lieder. Also, anstatt so im Lästermodus zu sein, können wir uns ja mal fragen, wofür kann ich danken? Wofür kann ich dankbar sein, wenn ich an die Menschen denke, die mit mir verbunden sind? Wofür kann ich danken, wenn ich merke, was andere für mich tun? Ich glaube, so kommt Freude auf. Es soll hier gar nicht so sehr gegen Ironie oder erst recht nicht gegen Humor geredet werden. Richtig gemacht, kann man ja da einiges Spitzzüngige tun und sagen. Es tut manchmal auch gut, wenn Leute, die ganz besonders spitzzüngig reden können, einem mal so aufklärerisch die Gegenwart auftun. Und daran liegt ja wahrscheinlich auch ein großer Erfolg der Leute, die das tun. Aber wir sollten unseren scharfen Verstand, unsere spitze Zunge zum Guten nutzen und nicht zu Verlogenheit oder leerer Rede. Paulus nennt das Verführen mit leeren Worten. In einem Buch über geradlinige Lebensführungen habe ich von einem dreifachen Filter gelesen. Ist auch nicht so ganz unbekannt, aber mir fiel es nochmal in die Hände und ich habe nochmal geguckt. Und da heißt es, dass wir alles, was wir sagen wollen, durch einen dreifachen Filter schütten. Und wenn dann nochmal was rauskommt, können wir es dann auch sagen. Der erste Filter ist, sind meine Worte wahr? Der zweite Filter ist, sind sie aus der Liebe herausgesprochen? Und drittens, ist es nötig, sie auszusprechen? Jetzt können wir einfach mal unsere eigene Erfahrung beleben und überlegen, wie viel von dem, was wir zu hören kriegen, besser in so einem Filter stecken geblieben wäre. Und auch vielleicht, was wir mal gesagt haben, was uns möglicherweise so rausgerutscht ist, was einen anderen Menschen verletzt hat. Und wir können das nicht wieder einfangen, nicht wieder zurückholen. Ich weiß, dass ganz viele Leute mailen, sind so in sozialen Netzwerken. Und wenn sie sich ärgern, dann schreiben sie den Ärger rein und posten das, dann erfahren da 10, 20, 30 Leute.
Und manche schließen sich im Ärger an und posten auch nochmal 30, 40, 50 Mal, sondern mit einmal 100 Leute diesen spontanen Ärger lesen und sich damit auseinandersetzen müssen. Man selber ist schon längst wieder abgeregt, man hat sie mal rausgehauen. Aber es macht viel, bringt viel Schaden. Darum glaube ich, was wahrscheinlich sogar noch schwieriger ist als ein dahingeredetes Wort, ist so ein geschriebenes Wort, weil es erst einmal bleibt. Naja. Also wir waren übrigens auch am Meer, kurz leider nur, aber es war kein Strandurlaub, war Windstärke 8 mindestens und so eine Handvoll Grad über Null. Und dann haben wir aufs Meer rausgeguckt und haben sie wieder gesehen, diese Ozeanriesen, diese großen Schiffe, hunderte von Metern lang, wahrscheinlich 100 Meter breit und dann voller Container, Hochhaus hoch. Und diese großen Ozeanriesen haben doch ein vergleichsweise kleines Ruder, kaum größer als mannshoch, eigentlich winzig gegenüber so einem großen, riesigen Schiff. Und doch kann man mit diesem kleinen Ruder das Schiff ganz wunderbar lenken. Und das denke ich, so ist es auch mit der Zunge des Menschen, dass der ganze Körper, der ist groß, die Zunge nur ein kleines Glied am Körper und doch kann man damit mehr Schaden anrichten als mit seinem ganzen Körper. Darum wollen wir, wenn es hier heißt, lebt als Kinder des Lichtes, da ganz besonders drauf achten. Ja, mit so einem Ruder kann man auch so ein Schiff havarieren lassen. Aber klug ist das nicht. Sondern wollen wir uns daran üben, als Kinder des Lichtes zu leben. Wo dieses Licht leuchtet, da werden die Menschen verwandelt in Kinder des Lichtes. Die lebendige Kraft des Lichtes wirkt dann in allen, wie es der Apostel von seiner Gemeinde erwartet. Die Frucht des Lichtes ist Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Amen. Jetzt hören wir einen Liedvortrag über unseren Herrn, den guten Hirten, und Fabrizio.